sind im Keller, graben ein Loch in die Tiefe, finden eine Höhle, folgen diese Höhle bis zum Ende des Stollens, hacken uns dann da durch, springen in die Dunkelheit, in dem Stollen, landen im Siffwasser, sehen in der Ferne einen Lavasee, gehen zum Lavasee in der Erde, finden dort ein iPad mit einer Funkverbindung von einem Zettel am Erdkern, wo der Witz draufsteht. So low ist er. Hallo, schön, dass du wieder angeschaltet hast hier zu einer neuen Episode Black Mesa. Ja, damit habe ich auch meine eigene persönliche Challenge erfüllt, so räudigst wie möglich eine Episode anzumoderieren. So, und ich nehme jetzt das Ding hier mit. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, damit jetzt hier ordentlich aufzuräumen. Oh, da haben wir noch so eins. Das sollte ich vorsichtig sein. Ich will nämlich... Der Plan ist nämlich, Leute, mit dieser automatischen Sentry Gun Jagd auf böse Soldaten zu machen. Die man hier auch überall hört. Oh, das macht man auch nicht, Leute. Hören Sie doch, wir hören Sie doch. Nase ist auch wieder dabei. Oh, ne. Nein, nein. Okay. Kein Mensch auf der Welt kann so unfassbar blöd sein. Kann einfach nicht. Das ist nicht mehr möglich. Okay, wenigstens hat er hier gesaved. Oh Mann, ey. Ja, ich merke schon, das ist nicht geplant, dass das hier so ist. So macht man das, Leute. Automatic Fight. Na? Na? Ist das Ding kaputt? Ich glaube, es ist kaputt. Oh, da oben. Da oben ist ein Sprengfass. Ich hoffe, ich habe einen erwischt. Na, na, da, 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 da. Ah, 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 sehr gut, sehr gut. Sehr gut, okay, okay. Wir halten uns gut, wir halten uns sehr gut. Wo sind die anderen? Wir dürfen uns jetzt nicht umzingeln lassen, wir müssen aufpassen. Ah, ab, 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 da oben steht er. Was zum Henker macht er da? Natürlich haben die... Oh. Natürlich haben die noch so Zungenviecher hingestellt, die dich dann hochsaugen und dann wirst du von denen auch noch ein Stück geschossen. Klar, die Entwickler sind unfair. Der kommt runter, der kommt runter, der kommt runter. Feierabend? Fragezeichen? Haben wir alle? Ich bin echt extrem skeptisch. Extrem. Ich bin mir da alles noch nicht so sicher. Echo. Ah, da höre ich da was, da höre ich da was, da höre ich da was. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Irgendjemand ist ja extrem am Fluchen da hinten. Da oben ist noch einer. Vielleicht mal mit der hier. Konzentration. Konzentration. Erwischt. Erwischt, erwischt. Okay, okay, so. Jetzt kann ich wieder reden. Ich bin wie ein alter Prozessor. Wenn das erstmal blockiert ist durch irgendwelche Handlungen, dann kann ich nicht reden. Kann ich mich nicht konzentrieren. Delta Team, nicht clear. Da oben steht noch einer. Da oben. Den habe ich gehört. Den hat jeder gehört. Den hat man selbst in der Vergangenheit gehört. Noch so ein paar Actions und dann war's das. Dann kann ich Gijikowski an die Wand sprühen mit meinem eigenen Blut. Dann wird das hier nichts. Nee, mit der Brechstange macht gar keinen Sinn.
Okay, vorsichtig, vorsichtig. Wir gehen erstmal rüber und gucken, ob wir ein bisschen HP bekommen. Ich denke, das wäre im Anbetracht der Dinge. Da sehe ich doch schon hier. Grüne Schlotze zu meinen Arm drücken. Halt, steht da einer? Aha, so ein Frecher aber auch. Natürlich kommt der runter, wenn ich drunter stehe. Gordonius Fridonius. Und nicht, wenn hier der Typ mit der... Der Mann mit der Gasmaske steht. Natürlich. Also erstmal nachladen. Nachladen, alles gut. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal den hier. Vorsichtig. Ivan Itroyo. Na, da komme ich so drum. An seine letzten Worte? Ne, das klappt. Okay, und? Gibt's hier irgendwas Cooles? Hier gibt's nichts. Doch, hier Munition für die Knarre. So, das sagt mir, dass das eine gute... Ich habe mich so unfassbar erschrocken. Das ist nicht mehr lustig. Ne. Ich habe halt so wenig HP und wir spielen auf dem Hard Mode. Das. Nee. Nein. 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 Oh, Reflexe. 22 HP. Ich komme mir vor wie in Counter-Strike hier, ne? So ein Edge-Strafe. Okay. Jetzt, ich bin jetzt eh tot. Ich gucke jetzt um die Ecke, da stehen 5.000 Leute und instant tot. Entschuldigung. Ich höre schon auf. Da steht ein. Steht ein? Nein. Okay. Okay. Ich bin gerade voll. Ich weiß, dass ich mich gleich zu Tode erschrecke, wenn irgendwo jetzt wieder irgend so ein. Oh, Energie. Zwar nur Anzugsenergie, aber die wird mich auch retten. Okay. Hardmode ist kein Kinderspiel, das kann ich schon mal sagen. Und aufgrund. Ich habe mich hier schon häufiger erschreckt, und zwar des Todes, als in Outlast. Weil das so laut ist. Dann, weiß nicht, so brutal laut. Das sind halt diese Jumpscares, die eigentlich gar nicht dazu gedacht sind, Jumpscares zu sein. Ah, wir sind hier, glaube ich, ne? Hier war nämlich das Laufband. Und wir sind jetzt eine Etage höher. So weit, so gut. Jetzt kommen wahrscheinlich eh wieder 1000 Leute an. Top Secret Luft? Natürlich. Okay, Leute. Jetzt gehen wir hier lang und sterben eines schnellen, brutalen Todes. Gucken wir erstmal, ob ich hier noch vielleicht... Kriege ich natürlich nicht kaputt. Ein Aufzug? Aufzug ist instant tot, oder? Dann, da oben stehen da nämlich hunderte von Leute wahrscheinlich. Puh, na gut. Ich würde sagen... Das kriegen wir hin. Oder so. Was haben wir denn? Wir haben gerade mal erst 8 Minuten gezockt. Die Folge kommt mir vor, als ob ich jetzt schon eine halbe Stunde gespielt habe, weil ich einfach 1000 Tote spiele. Sterbe. Oder... Och Mann, Leute, meine Nase juckt. Ich kann mich gar nicht konzentrieren vor lauter... Crap. Es ist immer dieselbe Session wie die letzten zwei Folgen. Heute scheint es besonders hart zu sein. Und warum sagt mir die Musik, dass ich jetzt gleich sterben werde? Ich habe viel zu wenig HP, um so eine coole Musik zu rechtfertigen mit irgendeiner Action. Egal, was jetzt kommt, ich werde nicht überleben können. Oh, verdammt. Ja, der schießt schon, bevor er sich umgedreht hat. So ein Cheater. Okay. Oh. Ich bin so gut wie tot. Da hinten ist Energie. Da hinten ist Energie. Dünn. Der hat Energie verloren. Oh, sehr geil. Runter. Heilung. In den Arm drücken. So. Na gut. Boah. Headshot. Das war gut. Oh, da oben ist noch einer. Dann kann ich bei Zeit noch in die Luft springen. Habe ich ihn erwischt? Natürlich nicht. Oh, nee. Okay, den kriege ich mit der alten Knarre. Ja. Jawohl, okay. Okay, wo steht da noch einer? Oh, da zwei Stück. Ich würde sagen, eine taktische Granate könnte da Sinn machen.
Nein, nein, ganz schlecht, ganz schlecht. Steht da einer? Okay, der Helikopter beschießt mich. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, der beschießt mich, oder? Würde ich schon sagen. Au, 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 au. Nein, nein, ich will nicht ins Gras beißen, ich will nicht ins Gras beißen. Ich habe so wenig HP. Ich habe nur wenig HP. Das ist ein einziger Überlebenskampf hier. Boah, ich habe ihn irgendwie erwischt. Steht da oben einer drauf? Da hinten? Da hinten sind ganz viele, da hinten sind ganz viele. Ist hier noch Energie drin? Ich habe 25 HP. Ich bin sowas von krass des Todes. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas? Bevor die alle hierher kommen? Des Wahnsinns? Haben die auf mich geschossen mit irgendwas Großem? War das das Flugzeug? Hier gibt es nichts, hier gibt es nichts, hier gibt es einfach gar nichts. Kann ich jetzt hier nicht irgendwie speichern? War das Quicksave? Ich habe keine Ahnung. Oh, Lebensenergie. Oh, was? Ah, die schießen mit verdammten Mörser nach mir. Oh, verdammt. Oh, schnell hier rein, schnell hier rein. Oh, egal, wo du hinführst, egal, wo du hinführst, egal, wo du hinführst. Ich bin danke, dass du da bist, lieber Gang. Ich bin äußerst dankbar für alles. Ich kann ein sehr dankbarer Mensch sein, Leute. Okay. Oh, Gesundheit. Ich brauch so hart gesagt. Oh, hier kommt einiges runter. Hier kommt einiges runter. Der ganze Müll von oben fällt hier durch den Hangar. Oh! Ich sag's auch noch. Der ganze Müll fällt von oben runter und dann kommen die zwei Spasten sich abseilen. Okay, warte mal. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Oh, das war kacke. Ja. Ist das da? Hängt der da noch? Der lebt noch, oder? Diese Drecksau. Und der andere? Das waren zwei, oder? Irgendwas läuft hier schief. Wo muss ich denn jetzt lang? Soll ich jetzt da runterspringen? Ist das der richtige Weg? Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, ah. What? Ich hab's irgendwie überlebt. Jo, einen kleinen Bruch zugezogen, aber hey, was hat das denn schon, ne? Da habe ich leider mit der Freundschaft gebrochen. Mit der Freundschaft zu meinem Bein habe ich gebrochen. Und ich breche gleich hier in den Lüftungsschacht, weil die Witze einfach so unterste Schublade sind. Wir sind im Keller, graben ein Loch in die Tiefe, finden eine Höhle, folgen dieser Höhle bis zum Ende des Stollens, hacken uns dann da durch, springen in die Dunkelheit in dem Stollen, landen im Siffwasser, sehen in der Ferne einen Lavasee, gehen zum Lavasee in der Erde, finden dort ein iPad mit einer Funkverbindung von einem Zettel am Erdkern, wo der Witz draufsteht. So low ist er. What? Wie witzig ich heute wieder bin. Wie unfassbar unlustig. Aber man muss ja auch mal, ne? Wer nicht über sich selbst lachen kann, hat keinen Humor. Halt. Oh, 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 oh. Baseball Time. Nicht mit mir. Jo, das haben wir souverän gelöst hier. Mit denen werde ich besser fertig als mit den Marines. Headcrab Master Ben. Na gut. Na gut, soweit so gut. Na, oh, da ist noch einer. Kuckuck. Oh. Ich bin ausgewichen wie Neo. Das ist ja auch klar, weil bei mir in meinem Namen ist ja Ben Neo. Wenn ich jetzt den Kopf da rumstecke, dann bin ich sowieso instant. Oh. Das, was ich gut gemacht habe bei den letzten dreien, habe ich bei denen wieder alles zunichte gemacht. Ich bin mir nicht sicher, was mich hier erwartet. Irgendwas? Sollen wir das subtil hinweisen, dass der Typ eine ID-Karte hat, die ich eventuell von ihm brauchen könnte?
wurde offensichtlich von Marines getötet. Die töten einfach alles. Warum sollten sie das tun? Ich meine, sie töten hier so viel wissenschaftliche Kompetenz. Macht gar keinen Sinn, oder? Als ob die ganzen Koryphäen auf ihrem Gebiet... Das sagt? Na dann. So wie ich die Cheater kenne. Beschießt er mich schon, hat er mir schon Headshot verpasst, bevor er sich überhaupt richtig umgedreht hat. Hat er seine Waffe durchs Gesicht geschoben, mir einen Instant-Headshot verpasst, haben alle nur... Okay, da ist Security Door. Dafür brauche ich wahrscheinlich die Keycard. Oh, ist doch offen. Hey. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Is that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. Zum Lambda-Komplex? There's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. Cool, ja, warum nicht? Ja, na klar. Und ehe man sich versieht, hat man irgendeine Spritze im Nacken mit irgendeiner... Ja, ich weiß doch Bescheid, wie ihr ganzen Wissenschaftler tickt. Von euch Ärzten habe ich in Outlast genug gesehen, um zu wissen, dass ich... Oh, natürlich ist das leer. Ach halt, ich bin hier. Hier waren wir doch vorbeigekommen, ne? Ja, das weiß ich ganz genau. Da sind wir von hier gekommen und haben uns da durchgequält. Okay. Und da ist einer reingesaugt worden und wurde getötet. Na, halt doch die Klappe. Okay, wir gehen wir hier lang. Hier kommt bestimmt ein schöner Ladebildschirm. Das sieht schon so aus, als wäre das schon ladebildschirmig hier gut designt. Ja, ein guter Stollen. Eine gute Nase. Ich habe heute so gute Laune, ich weiß auch nicht warum. Also, es ist schon schlimm, wenn man so gute Laune hat und weiß gar nicht, wohin mit der guten Laune. Hast du Bock? Soll ich dir ein bisschen gute Laune abgeben? Egal, was ich jetzt machen würde, um dir diese gute Laune zukommen zu lassen, es würde wahrscheinlich eklig aussehen. Explosionskrater ist das Kapitel-Namchen dieser Folge. Achtung, kontaminierte Zone. Sieht aus wie eine fachmännische Absperrung. Zwei... Achtung, frisch geputzt, Schilder und drei Bretter, das soll die Leute davon abhalten, hier reinzugehen. Noobs, nur Noobs, einmal mit Profis. Oh, was sind wir denn da? Radioaktiv. Ja, ich krieg die volle Säuredosis ab. Oh, keine Munition. Ich habe eine Schrotflinte, die würde ich gerne mal ausprobieren. Die sieht ziemlich geil aus. Zombie? Ist das ein Zombie? Auf jeden. Oh, ganz schön gefährlich hier, ne? Hackst du daneben, fliegst du in die Luft. Diese hinterhältigen Drecksäcke, wirklich. Und dann nutzt sie dieses kleine, räudige Medipack auch nicht mehr, ne? Hackst du daneben, fliegst du, bist du hier nur noch als roter Fleck an der Wand. So hinterhältig das hier alles ist, wirklich. Okay, ich denke, ich muss jetzt hier runterjumpen. Was habe ich denn eigentlich hier... Habe ich jetzt hier irgendwas aufgemacht oder so? Nee, gar nichts. Na gut. Jumpen wir doch mal hier runter. Den Aufzug habe ich bestimmt angemacht. Na, da verwette ich doch alles drauf. Und hier irgendwas? Wie die Leute auch mit ihren Arbeitsutensilien umgehen, die lichten Schraubenschlüssel, ne? Oder mussten die den Arbeitsplatz schnell verlassen? Schock, hab ich mich erschrocken. Zeit für eine kleine Challenge. Explain it like Moss. Frechtuchs möchte, dass du alles fies im IT-Slang erklärst, also niemals die Hardware vom Driver so kompilieren, dass... du weißt schon. Jo, vielen lieben Dank, Frechtuchs, für diese 64-Bit gewaltige Challenge. Diese Herausforderung wurde ihm in einer Java-Version vorgestellt, natürlich. Und das Wichtigste ist natürlich, dass du stets mit
guter Grafikkarte unterwegs bist und viel Arbeitsspeicher hast und auf dein CMOS ist Verlass und die Transistoren in deinem Prozessor sind natürlich auch äußerst notwendig. Ja, und ich könnte jetzt anfangen mit binären Zahlensystemen oder Hexadezimalverfahren oder dem Gray-Code, aber das würde niemanden interessieren und das wäre auch vollkommen unlustig. Viel lustiger dagegen ist die Frage, wie ich es schaffe, meinen Weg hier so richtig zu mounten, diese Lore hier zu mounten, um von A nach B zu kommen. Wie toll ist das denn? Das ist hier ein richtig schönes Vehikel. Das hat bestimmt eine 64-fach Beschleunigung und läuft bestimmt mit 1300 MHz. Also gar nicht so schlecht, das Ding. Muss man schon sagen, dass Frechtuchs mich hier quält, indem ich hier alles so EDV-technisch darstellen sollte. Dass hier, keine Ahnung, der Citrix-Server nicht richtig läuft. Und das, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Festplatte. SDD. What was this? What was this evil sound? Oh, gut, dass ich noch hier drin war. Ich soll jetzt mit dem Ding hier rumfahren. Mega geil. Ah, gedrückt halten. Hier klemmt irgendwas. Habe ich irgendwas versaut? Habe ich irgendwas? Ist hier... Ach so. Der ganze Müll darf hier nicht drauf liegen. So, jetzt aber. Jetzt geht's, oder? Jetzt kann ich hier hoch. Darf ich jetzt hier hoch? Dankeschön. Ich hab's kaputt gemacht, oder? Oh, nein, doch nicht. Warte mal. An und aus. An und aus? Okay. Ah, okay. Jetzt habe ich's geschnallt. Jetzt habe ich's geschnallt. Yes, speed. Dun, dun. Oh shit. Oh. Ist hier irgendwas? Das sieht aus, als ob hier. Und wenn ich jetzt einfach zurückfahre. Oh nein, dann rotzt er mich sowieso voll. Also warte mal, ich will mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas Cooles finde. Man sollte ja stets schauen, ob man was Cooles finden kann. Ich weiß, ich habe mich schon mal. Ich habe das schon mal erwähnt. Ja, genau. Ach, die bekämpfen sich auch noch die ganze Zeit. Das ist doppelt so toll. Dann kann ich deren Konflikte nutzen, um mich hier auszurüsten. Ah, schmega gut. Schmega. So, okay, ich bin zufrieden. Springen wir wieder drauf auf das Ding. Hey, ich bin lass mich doch mal. Verdammt. So was aber auch. So, okay, und. Full Kraft voraus. Oh. Wir befrieren. Oh. Geht ab, abspringen. Glück gehabt. Okay, sehr gut. Ich denke, wir müssen irgendwie hier durch den. Warum sieht es hier eigentlich so aus? Hat der Arbeitsschutz hier versagt? Wir wissen es nicht, aber wir werden es vielleicht herausfinden in der nächsten Episode. Ich für meinen Teil bin jetzt erstmal draußen. Bis dann. Ciao, ciao. Ja. It's not.